sagt es, sie die Liküde, die wir beide nicht. Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Zum ersten Mal findet diese Veranstaltung veranstaltet von der Diözese der Armenischen Kirche in Deutschland. Erster Mittwoch im Heidum. Veranstaltungsreihe mit sehr interessanten Themen. Und heute habe ich die Ehre, mit euch über das Mysterium der Heiligen Liturgie der Armenischen Kirche, Surp Patriarch, zu sprechen. Ich warte ganz kurz, bis die Technik funktioniert. Ich hoffe, dass sich einige Landsleute noch sammeln und wir beginnen dann gleich. Ihr meldet, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unter den Kommentaren ihre Fragen schreiben und dann werde ich versuchen, auf diese Fragen anzugehen und darauf zu antworten. Gut, also ich glaube, wir können jetzt anfangen, dass die Veranstaltung war schon längst bekannt gegeben und ich hoffe, dass im Laufe der Übertragung noch einige hinzukommen. Genau, Surp Patriarch. Sehr oft werde ich sowohl von unseren Landsleuten, von unseren armenischen Schwestern und Brüdern, aber auch von vielen Deutschen gefragt, beziehungsweise es wird mir gesagt, sehr schöne Liturgie, wunderschöner Patriarch, aber leider haben wir vieles oder einen großen Teil davon nicht verstanden. Es ist nicht überraschend, denn auch ich bis heute verstehe vieles nicht, was in diesem Mysterium tatsächlich geschieht. Und gerade deshalb heißt es auch Mysterium und nicht etwas, was jeder und jederzeit voll und ganz verstehen kann. Aber nichtsdestotrotz ist die Liturgie das Zentrum unseres Lebens als Christen. Die Liturgie ist das, was uns treibt, wenn die Taufe die Tür ist, wodurch wir in die Kirche hineinkommen, ist die Liturgie das tägliche Brot eines Gläubigen zusammen mit dem, mit der Heiligen Schrift und mit der täglichen Zeugnis der Kirche, der lebenden Kirche, der glaubenden Kirche. Ich meine damit die lebendige Tradition. Und diese lebendige Tradition ist auch das, was genauso wie die Heilige Schrift ein Fundament ist, worauf unser Glaube basiert. Und wenn wir über Surp Patriarch sprechen, dann müssen wir sagen, Surp Patriarch ist Ausdruck dessen, was wir glauben. Und wenn wir anders geglaubt hätten, würden wir auch Surp Patriarch bzw. unser zentralen Gottesdienst anders feiern. Sie wissen wahrscheinlich, dass in der armenischen Kirche die Stundengebete, früher waren die in allen Klöstern, heute gibt es morgens und abends jeden Tag Andacht in der Kirche. In der großen Fastenzeit gibt es natürlich auch Haskum und Arevagal und Haakanjam, diese besonderen Gottesdienste. Aber das Zentrum
bildet Surbhadrak der Ort, wo wir als Gläubige hineingehen, um am Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus teilzunehmen, uns als Kirche erst zu fühlen, diese Gemeinschaft der Gläubigen nicht nur auszudrücken, sondern auch inhaltlich in uns zu fühlen. Eins zu sein mit dem Herrn, eins zu sein mit dem Schöpfer, eins zu sein mit den Schwestern und Brüdern, die Gesamtheit der Kirche bilden, die gestern waren, die heute sind, die morgen kommen werden. In meinem heutigen Vortrag werde ich versuchen, in zwei, drei Teilen die Liturgie soweit möglich zu erklären bzw. in sie hineinzuführen. Und es gibt aber auch sehr viel Literatur, was man zu Hause lesen kann, von den Kirchenvätern bis zu vielen, vielen Theologen, die ihre Gedanken darüber geäußert haben. Aber auch hier in Deutschland haben wir einiges. Natürlich als erstes diese Übersetzung der Liturgie, die fast alle Gläubige in unseren Gemeinden in Deutschland kennen. Eine Handreichung für den Gläubigen, der während der Liturgie in der Kirche sitzt und die Gebete auch auf Deutsch verstehen will, beziehungsweise auch auf Armenisch. Es gibt auch Transkription mit den lateinischen Buchstaben, die zwar Armenisch, für diejenigen, die zwar Armenisch können, aber nicht lesen können. Das ist eine Übersetzung von unserem jezigen Bischof, Seraph Beisachanyan, und von Frau Sonaiper. Und natürlich sehr zu empfehlen. Vor einigen Jahren, und das war mir wirklich ein Herzensanliegen, habe ich einen der größten Kennerinnen der armenischen Liturgie kennengelernt, Professor Gabriele Winkler. Sie hat seit langer Zeit in den USA und auch in Deutschland an der Uni gelehrt, Liturgiewissenschaften, und ist eine der größten vielleicht Kennerinnen der armenischen Liturgie heute. Und mit ihr zusammen haben wir die gesamte Liturgie Surbhadrak der armenischen Kirche auf Deutsch übersetzt. Und diese Übersetzung ist erschienen in Etschmiadzin. Es ist eine vollständige Übersetzung, zum ersten Mal auch mit den Gebeten, die der Priester im Geheimen sozusagen leise ausspricht. Aber das war mein Herzensanliegen, die wissenschaftlichen Kenntnisse hineinfließen zu lassen, aber auch sowohl die Sprache als auch die Verdeutlichung und so weiter noch einmal zu betonen. Und natürlich als Ergänzung zu der Übersetzung dieses Textes habe ich vor einiger Zeit auch dieses Buchlein Einführung in Surbhadrak also vorbereitet und ist im Verlag erschienen, wo dann auch ausführlicher darüber geschrieben wird, wie man sich zum Surbhadrak vorbereitet, aus welchen Teilen besteht Surbhadrak. Und natürlich auch, warum ist es lebensnotwendig ist, am Patarak teilzunehmen und am Leib und Blut Jesu Christi teilzunehmen, es zu kommunieren. Den heutigen Vortrag möchte ich beginnen mit dem liturgiegeschichtlichen Teil, denn wir darüber sprechen, wie ist Surbhadrak überhaupt entstanden. Wir befinden uns in der großen Fastenzeit und nach einigen Tagen
werden wir am Kar-Donnerstag uns daran noch einmal erinnern, wie Jesus Christus mit seinen Jüngern das letzte Mal gegessen hat. Und in dieser Zeit nahm er Brot und Wein und segnete es und gab es seinen Jüngern und sagte, das ist mein Blut und das ist mein Leib. Nehmet und esset, denn es ist für die Vergebung eurer Sünden. Und tut dies zu meinem Gedenken, als Erinnerung an mich, als Erinnerung an das, was ich für euch gemacht habe. In der großen byzantinischen Welt, im römischen Reich, oströmischen Reich, weströmischen Reich, wird für die Liturgie dieses Wort Liturgie verwendet, welches, also ursprüngliche Übersetzung des Wortes ist, gemeinsames Tun, Liturgie, ein griechisches Wort. Und dieses Liturgie, gemeinschaftlicher Tun, haben zunächst die Übersetzer der Heiligen Schrift, der Septuaginta, die 70 Übersetzer, die aus Hebräisch auf Griechisch das Alte Testament übersetzten, sowohl für den Dienst im Tempel als auch für heidnische Dienste verwendet. Und so ist es in das Christentum hineingekommen. Und die Christen verwendeten das auch im Sinne des Dienstes der Reichen an die Armen. Heute würden wir sagen, Küchen der Barmherzigkeit. Aber auch für rituelle Handlungen. Wir Armenier nutzen das Wort Patarak. Patarak bedeutet eine Gabe. Oder einige sagen Anaryun Matach. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, Brot des Lebens und so weiter, Eucharistie, Danksagung. Wie gesagt, auch Gabe, Gabe an Gott. Wir als Armenier verwenden das Wort Patarak und gedenken hier das, was Jesus Christus für uns gegeben hat, hingegeben hat. Sich selbst, sein Leib, sein Blut, damit wir nicht sterben, sondern in Ewigkeit das Leben genießen können. Und so ist Patarak, also diese Brotbrechung oder das, was wir heute Liturgie nennen, das ist natürlich eine Entwicklung als Gottesdienst, die durch die Jahrhunderte hinein gewachsen ist mit Gebeten der Kirchenväter, mit Ektenien, Fürbitten, mit wunderschönen Liedern und Musik und so weiter. Aber die ersten Christen, die sich versammelten, die versammelten sich natürlich in privaten Häusern zunächst. Später erst, wenn Christentum als Staatsreligion anerkannt wurde, wurden die Kirchen gebaut. Und natürlich dort haben die Christen auch die Möglichkeit bekommen, die Liturgie zu dienen. Und ab diesem Moment, wo wir als Christen die Kirchen haben, wird die Kirche als Ort, wo die heilige Liturgie Surp Patrak gefeiert wird. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn man außerhalb der Kirche, einer geweihten Kirche Surp Patrak feiern kann, aber das ist ein anderes Thema. Ich will kurz auf die Entwicklung der armenischen Liturgie eingehen. Bis vor 100 Jahren ungefähr dachte man, dass es eine einheitliche Verwendung der Liturgie gegeben hat bei den Armeniern. Die wissenschaftlichen Forschungen aber haben gezeigt, dass es durchaus mehrere verschiedene Anaphoren gab,
Die Armenier haben das bekannteste war Surp Patadak oder die Anaphora, die unserem Lussavorich, Surp Grigore Lussavorich, zugeschrieben wurde. Im großen Teil, beziehungsweise der Kern dieses Patadaks von Lussavorich, ist die Übersetzung von Basilius' Liturgie. Und dann später im 6., 7. Jahrhundert hat man angefangen, die Athanasius-Liturgie zu verwenden in der armenischen Kirche, die bis heute gefeiert wird in ihrem Kern. Und in Kilikien gab es auch die Liturgie, die dem heiligen Sahak zugeschrieben wird. Es gab also verschiedene, mindestens drei verschiedene Anaphoren, die örtlich in Kilikien und so weiter gefeiert wurden, aber man muss sagen, dass die meisten Kirchen dann also zunächst dieses Patadak von Grigore Lussavorich bzw. die armenische Übersetzung von Basilius Liturgie gefeiert haben und danach bis heute die Athanasius Liturgie. Natürlich mit Entwicklungen, mit zusätzlichen Gebeten und Gesängen, die in diesem ganzen Fest des Glaubens hinzugekommen sind. Aber die Hauptgebete, das zentrale Teil, stammen von dem heiligen Athanasius, beziehungsweise das, was ihm zugeschrieben wurde. Ich will aber heute über die Teile der Liturgie sprechen. Das erste Teil ist wie bei allem ist die Vorbereitung. In einigen Choreotatheters beziehungsweise solche Bücher, in denen die Liturgie, der Text der Liturgie für den Priester geschrieben wird, gibt es so also Teile, die genau beschreiben. Da, diese Verteilung, sie ist natürlich eine Gesamtheit, aber diese Teile nutzen uns, um zu verstehen, wo gerade wir uns befinden. Natürlich, die Vorbereitung, sie beginnt mit dem morgendlichen Andacht und davor natürlich am Samstagabend ist der Priester, der die Liturgie zelebriert und feiert in der Kirche und nimmt am Abendgottesdienst teil, leitet diesen Gottesdienst, bereitet sich vor, fastet natürlich und am nächsten Tag ist der Morgenandacht und vor der Morgenandacht kniet er vor der gesamten Kirche und spricht sein Sündenbekenntnis, bietet die Gemeinde um Entlassung der Sünden. Und dann beginnt der Gottesdienst und im Anschluss dann die heilige Liturgie. Dieser Vorbereitung gehört auch das Anziehen, die Kleidung der Geistlichen. Jeder einzelne Stück hat seine Bedeutung. Der Priester ist Symbol Jesu Christi. Er symbolisiert den Christus, der im himmlischen Altar sich darbringt für die Welt. Und er ist der König, der hineinkommt in die Welt und der auch die Menschen zu seinem Himmelreich einlädt. Und nach dieser Vorbereitung, in dem die ersten Gebete mit dem Eingang in der Kirche und auch hineinsteigen zum heiligen Altar, also, und die Vorbereitung der Gaben, die natürlich oder Diakon, die Gaben, das Brot und Wein, Meschar und Gini,
dem Priester vorführt, damit er es segnet. Das ist der Teil der Vorbereitung. Und dann beginnt, auf Armenisch sagen wir Chashajam, Chashujam, oder im deutschsprachigen Raum gibt es diesen Begriff Wortgottesdienst, der am besten dazu passt. Und dieses Wortgottesdienst ist der Teil, welches sich ständig ändert, je nach dem Tag, je nach dem Fest, den wir feiern in unserer Kirche, gibt es hier dementsprechend Troparien, Jamamuts oder die Lesungen der Evangelien. Und was sehr wichtig ist, die Armenier haben eine der ältesten Traditionen der Lesung der Heiligen Schrift in der Kirche. Es wird angefangen mit Psalmen und Lesungen vom Alten Testament, dann kommen die apostolischen Briefe und als Krönung dieser Lesungen kommt das Wort Gottes, also das Evangelium Jesu Christi. Nach der Lesung kommt das Glaubensbekenntnis, wo die gesamte Kirche es ausspricht, da aussprechen sollte, auswendig wissen sollte, diesen Glaubensbekenntnis Havatank. Denn wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, dann muss er auch wissen, woran er glaubt, an wen er glaubt. Und dieses an wen wir als Christen glauben, steht beschrieben in unserem Havatank. Das armenische Havatank, das ist auch ein Thema für sich, ist eine armenische Übersetzung des nizio-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses. In der westlichen Kirche gab es Zusätze, Entschuldigung, die unter anderem Grund waren für die Trennung der Kirche. Heute zeigen die theologischen Gespräche, dass es doch anders gemeint worden ist. Aber trotzdem, dieses Filioque besteht noch, und das heißt auch, dass unten, das ist ein wesentlicher Teil, welches uns von der westlichen Kirche unterscheidet, wenn wir die heilige Dreifaltigkeit anders verstehen, anders begreifen würden. In diesem Teil Jashajam dürfen diejenigen, die noch nicht getauft sind, diejenigen, denen der Pfarrer oder der Bischof bzw. die Kirche noch verboten hat, am Kommunion teilzunehmen, dürfen noch in der Kirche sein, in der hinteren Teil der Kirche anwesend sein und zuhören. Diejenigen, die sich zur Taufe vorbereiten, sollten da anwesend sein und zuhören, das Wort Gottes hören. Was geschieht da? Da ist etwas Heiliges, und das, was dort jetzt auf diesem Altar geschieht, ich will das hören, ich will mich vorbereiten, damit ich eines Tages, wenn ich dann getauft bin, hinein darf und am Leib und Blut Jesu Christi teilnehmen kann. Und dieser Teil, Wortgottesdienst, Chashajam, endet mit einem Aufruf des Diakons, der sagt, jetzt müssen all diejenigen, die nicht am Kommunion teilnehmen dürfen, rausgehen, denn jetzt beginnt die eigentliche Liturgie, der Hauptteil der Liturgie, und da werden wir Christen den dreimal heiligen Gott verherrlichen. Und nichts, was unrein ist, nichts, was unheilig ist, nichts, was dem nicht hinzugehört, darf anwesend sein. Und während dieses Teiles wird der Diakon immer wieder diejenigen, die dort anwesend sind, darauf aufmerksam machen.
das Heilige der Heiligen. Das ist etwas, dieses dreimal Heilige, etwas Zentrales, welches einen roten Faden durch die gesamte Liturgie hineingeht und uns immer wieder darauf aufmerksam macht. Du darfst nichts über anderes denken. Du musst dich konzentrieren. Nicht deine Sorgen. Nicht das, worüber du in anderen Gebeten beten kannst, hat hier Platz, sondern du verherrlichst mit der gesamten Kirche die heilige Dreifaltigkeit. Du bist ein Teil der gesamten Kirche mit den Engeln, mit allen Heiligen, mit denjenigen, die waren und die heute sind und die uns um uns herum sind. Alle wir sind versammelt und in unserer Mitte auf dem heiligen Altar steht jetzt Jesus Christus und du darfst nicht über was anderes denken und nur an ihn, denn du wirst jetzt gleich auch ein Mysterium erleben. Du wirst jetzt sehen, wie Brot und Wein in Leib und Blut sich verwandelt von Jesus Christus. Und du wirst sogar die Möglichkeit haben, das zu verkosten, zu einem Tempel werden, in dem er lebt und in dem du dich als Teil eines Großen fühlst. Und wenn sie möchten, dann würde ich diesen großen Teil der Eucharistie, der Gohutjun, würde ich sagen, das kann man in ein Gebet vor dem Sanctus, also vor dem Surp-Surp, dann Gebet nach dem Surp-Surp und die Herabrufung des Heiligen Geistes, Epiklese, heißt dieser Teil. Das sind die zentralen Punkte mit der Anamnese, mit den Fürbitten für Lebenden und Toten, wo wir gerade darauf hinweisen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und in diesem Teil, wie gesagt, erinnert der Priester, der am Altar steht, mit der gesamten Kirche an das Gute, an all das, was Jesus Christus und Gott von der Erschaffung der Welt bis zu seiner Kreuzigung und Auferstehung und auch danach für die Menschheit getan hat. Wir erinnern uns und wir bedanken uns. Und wir bitten Gott, dass er seinen Heiligen Geist auf uns und auf diese Gaben, das Brot und Wein, hineinschickt, damit sie zum Leib und Blut Jesu Christi werden. Zusammen mit den Engeln, zusammen mit allen Heiligen, überall auf der Welt, in diesem Moment ist die gesamte Welt vereint. Und das ist das Unverständliche in dieser Liturgie, in diesem Patalak. Wenn alle Armenier überall auf der Welt in der gleichen Sprache Gott verherrlichen, mit den gleichen Gebeten, und dann kommen die zusammen und nehmen am selben Jesus Christus an seinem Leib und Blut teil. Das ist das Unbeschreibliche. Das ist der Moment, in dem jeder Christ sich im Paradies fühlt. Und gerade in dieser Hauptteil und in dem Gebet und in den Erinnerungen und Ektenien, heilig, heilig, heilig bist du und so weiter, vereint sich die Kirche. Und gerade hier auch verstehen wir etwas, was für viele unklar ist und viele auch gerne fragen. Gott, also wenn wir Opfer darbringen, bringen wir unsere Opfer Gott dar. Und jetzt stehen wir in der Kirche und wir sagen, das ist Jesus Christus, das ist sein
Leib, sein Blut, wenn bringt er denn dieses Opfer dar? Wenn kann Gott Opfer darbringen? Die Antwort auf diese Frage bekommen wir und finden wir im Gebet nach dem Sanctus, nachdem dieses Lied Sub-Sub gesungen wurde, der Priester leise das Gebet ausspricht, und dort sagt er: Was singt der Baschhoch, Evnuninket Baschimichimerum, mischt Anzahapes? Denn er selbst ist der Austeilende, und er selbst wird mitten unter uns, unerforschlich, immerzu ausgeteilt. Gott bringt sich selbst als Opfer dar, denn er ist der gerechte und liebende Gott. Und diese Liebe sehen wir jeden Sonntag, jeden Tag, jede Sekunde. Aber wir mit unseren physischen Augen merken es oft nicht. Es ist da, es geschieht jeden Tag, jede Sekunde, jede Zeit, aber wir verstehen und merken es nicht, begreifen es nicht als wie ein Wunder. Und deshalb meine Bitte an alle, die heute diesen Vortrag gehört haben und zur Liturgie gehen nach diesen Ereignissen von Coronavirus. Lassen Sie alle Ihre Gedanken beiseite und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, auf Jesus Christus, auf seine Liebe uns gegenüber, und vereinen Sie sich mit der gesamten Kirche. Nachdem der Priester die Einsetzungsworte ausgesprochen hat, die Jesus Christus selbst ausgesprochen hat: Nehmet und esset, das ist mein Leib, und nehmet, trinket, das ist mein Blut für die Vergebung eurer Sünden, ruft er den Heiligen Geist auf die Gaben hinab, damit der Heilige Geist hinabkommt. Und das ist auch etwas, was für uns Ostkirchen, aber auch vor allem in der armenischen Kirche wird es betont: Schenke bzw. sende deinen Heiligen Geist auf uns herab und auf diese heiligen Gaben, und mach aus diesem Brot den Leib Christi und aus diesem Wein das Blut Christi, und durch deinen Heiligen Geist lass, dass dieses Mysterium wirklich geschieht und stattfindet. Nach den Ektenien, indem wir die gesamte Kirche wieder gedenken, unsere Bischöfe, die uns leiten, die unsere Kirche leiten, Verantwortung in der Leitung des Königreiches, damals heute des Staates, haben, für unsere Bischöfe, aber auch für Heiligen, für unsere Verwandten, für die, die uns verlassen haben auf dieser Welt, für unsere Verwandten, für diejenigen, die uns darum gebeten haben, dass wir für sie beten. Wir gedenken die alle und kommen dann zum Hauptpunkt der Liturgie, an dem wir am Leib und Blut Jesu Christi teilnehmen. Und hier gibt es ein Bekenntnis, dem der Diakon den Menschen aufruft: Kommt und nimmt an seinem Leib und Blut teil und spricht: Ich glaube an den Vater, den wahren Gott. Ich glaube an den Sohn, den wahren Gott. Ich glaube
den Heiligen Geist, den wahren Gott. Ich glaube, dass das ist sein Leib und Blut, der für uns ausgegossen und verteilt wurde, damit wir das Leben in der Ewigkeit haben. Und in diesem Glauben kommt der gläubige Christ zu den Gaben, nimmt diese Gaben und nachdem er diese Gaben bekommen hat, geht er nicht raus, um eins zu rauchen, sondern bedankt sich bei Gott. Bedankt sich von ganzem Herzen, denn er hat gefühlt, sein Herr ist bei ihm. Er ist nicht verschwunden irgendwo ganz oben, versteckt, dass man ihn nicht finden kann, dass man ihn nicht sehen kann, nicht fühlen kann. Er ist in mir. Ich trage ihn mit mir und ich bin sein Teil. Und da erinnere ich mich sehr gerne an die Geschichte, dass Jesus Christus als Kind in den Tempel gebracht wird und der heilige Simeon kommt und umarmt den kleinen Jesus und eigentlich sieht er, dass nicht er Jesus umarmt hat, sondern dass der liebe Gott ihn umarmt hat, ihn gesegnet hat. Dieser kleine Jesus Christus hält ihn in seinen Händen, aber fühlt, wie Gott ihn, den Simon, umarmt hat. Genauso fühlen wir, wenn wir im vollen Glauben am Leib und Blut Jesu Christi teilnehmen, wie Gott uns umarmt. Wir nehmen einen Teil von ihm in uns hinein und fühlen, dass wir ein Teil von ihm sind, von dem Großen, von seinem Leib. Und nachdem dann die Danksagung, Kohutschung stattfindet, hören wir noch einmal eine Lesung aus der Heiligen Schrift. Vor allem und sehr oft wird aus Johannes Evangelium 1. Kapitel gelesen. Und das ist eine katholische Tradition, sehr schöne katholische Tradition, die wir Armenier übernommen haben, die heute in der katholischen Kirche nicht mehr praktiziert wird. Aber wir haben das bewahrt. Und nachdem wir noch einmal das Evangelium des Herrn hören, bekommen wir den Segen des Priesters und gehen heim. Und somit endet die heilige Liturgie. Jetzt will ich aber mit euch, natürlich, das ist ganz grob und ganz im Großen beschrieben, was in der Liturgie stattfindet. Eigentlich kann man für jeden einzelnen Teil sehr lange sprechen, was zum Beispiel die Bedeutung jedes einzelnen Gebetes ist, die Bewegungen der Priester, der Diakone, was singt der Chor und so weiter, was ist die Rolle des Priesters, was ist die Rolle des Diakons. Also der Priester ist, symbolisiert den Christus, der Diakon ist der Mittler, der Diener am Altar, das Chor ist das Volk, welches ihre Gebete vor dem Altar Gottes hineinbringt und so weiter. Aber ich wollte heute vor allem über die Notwendigkeit der Liturgie mit euch sprechen und die Vorbereitung. Die Liturgie, wie ich am Anfang sagte, ist lebensnotwendig für jeden Christen. Für jeden Christen ist es lebensnotwendig. Genauso wie Essen und Trinken, damit wir physisch funktionieren und am Leben sind, genauso ist es notwendig, dass wir am Kommunion teilnehmen. Die armenische Kirche in ihrer Lehre, in ihren Katechesen betont es, dass es notwendig ist, dass die Christen möglichst an jedem Sonntag
am Kommunion teilnehmen. Denn was bedeutet das, wenn ich in die Kirche komme und sage, ich will am Kommunion nicht teilnehmen? Ich komme in die Kirche zu Gast, zu Christus, und er hat das Beste, was er hat, auf seinen Tisch hineingelegt, für mich vorbereitet und lädt mich ein und sagt, hier, bitte, nimm, iss. Das ist das Beste, was ich dir anbieten kann. Du sagst, danke schön, also ich habe schon gegessen vor einiger Zeit, das reicht mir. Ich will es nicht, ich brauche das nicht. Oh, ich bin nicht würdig. Jesus Christus sagt, für die Vergebung eurer Sünden gebe ich mein Leib und Blut. Wenn ich begriffen habe, dass für die Heiligen, die werden natürlich, die nehmen ständig Teil an seinem Leib und Blut teil, aber ich als Sünder brauche dieses Heilmittel, damit ich geheilt werde. Und wenn ich zu Hause, so wie unsere westlichen Schwestern und Brüder denken, dass man ohne in die Kirche zu gehen den Heil erlangen kann, stimmt nicht. Man braucht natürlich den persönlichen Gebet, selbstverständlich. Aber man braucht auch Kommunion am Leib und Blut Jesu Christi. Man braucht es unbedingt. Darüber sprechen die Apostel, darüber spricht auch Jesus Christus. Eure Väter hatten das himmlische Manna gegessen und sind verstorben. Ich gebe euch mein Leib und Blut, und wer von diesem Leib und Blut isst, von diesem Brot des Ewigen isst, wird niemals verhungern. Er wird das Leben in der Ewigkeit haben. Also wenn ich als getaufter Christ in die Kirche hineingekommen bin, dann brauche ich dieses Medikament jeden Tag. Dann muss ich aus der Liebe heraus, brauche ich die Teilnahme am Gottesdienst und nicht einfach hingehen, hinsetzen und zurückgehen, sondern vorbereitet hinzugehen und am Leib und Blut Christi teilnehmen und mich in Empfang nehmen und so mit seinem Segen ausgerüstet heimgehen, damit ich auch zum Licht werde und die Menschen um mich herum erleuchten kann. Und damit das wirklich als Heilmittel funktioniert, müssen wir uns vorbereiten. Was heißt vorbereiten? Natürlich beten. Natürlich die Heilige Schrift lesen. Und wenn ich sage, Heilige Schrift, Bibel, Altes Testament, Neues Testament lesen, heißt das natürlich den Text lesen, aber auch zum Beispiel mit einer Hilfe von den Heiligen Vätern. Es gibt sehr, sehr viele Deutungen des Evangeliums, der Bibel, von Chrysostomus bis zu heutigen Tag, sehr, sehr viele, sowohl heilige Väter der Kirche, aber auch zeitgenössische Theologen. Und damit man richtig versteht, was da beschrieben wird. Und wenn ich in die Kirche hineinkomme, dann bin ich an einem Fest. Dann zähle ich die Tage, damit ich an diesem Fest am Tische Gottes sitzen kann. Und wenn ich hineinkomme in die Kirche, lasse ich meine Gedanken draußen und konzentriere mich an das Wesentliche. Es gibt leider auch sehr viele Geistliche. Manche haben es wahrscheinlich auch bemerkt, wenn man zum Patriarch geht und dann sagt der Priester, du sollst hier stehen, du sollst hingehen, und dann sitzt ein Gläubiger, der jeden Sonntag kommt und sieht einen, der zum ersten Mal gekommen ist, und dann sagt er ihm,
du hast das falsch gemacht und du störst mir und so weiter und so fort. Aber eigentlich verstehen die nicht, dass sie selber, wenn sie darüber nachdenken, nicht konzentriert sind auf das Wesentliche. Der konzentrierte Priester, der konzentrierte Diakon, der konzentrierte Sänger im Chor, der konzentrierte Gläubige würde nichts anderes im Sinne haben und merken als das, was im Altar, auf dem heiligen Altar stattfindet und geschieht. Eintauchen lassen in das Mysterium, ein Teil dieses Mysteriums zu werden, das ist die Aufgabe jedes Christen. Und wenn wir während der Liturgie zum Heiligen Kommunion kommen, dann im Glauben und im Bekenntnis noch einmal und noch einmal wiederholt, indem wir unsere Sünden bekennen auch und um Verzeihung bitten, kommen wir zu ihm, zu unserem Herrn und sagen: Herr, heile uns, reinige uns, gib uns Kraft, damit wir durch dich verstärkt alle unsere Probleme lösen können. Und dann, indem wir sein Leib und Blut bekommen, bedanken wir uns beim Vater, beim Sohn, beim Heiligen Geist, empfangen den Segen des Pfarrers und nehmen Massung, Mass, also für diejenigen, die am Kommunion nicht teilgenommen haben, diese Brotteilchen, die vom Priester gesegnet werden, und bringen die diesen Menschen dann. Und diejenigen, die nicht am Kommunion teilgenommen haben, diejenigen, die nicht in der Kirche waren, dürfen dann von diesem Teilchen, von diesem Mass, ein Teil zu sich nehmen und sagen, dass eigentlich sehnen die nach dem Leib und Blut Jesu Christi. Und so gesegnet von dem Priester, gesegnet von der Anwesenheit Gottes in uns, bedanken wir uns beim Gott, bedanken uns bei unserem Schöpfer und gehen zu Hause und bereiten uns für neue Begegnungen mit unserem Herrn. Das ist, jetzt sehe ich, dass wir unsere 45 Minuten ganz pünktlich abgeschlossen haben. Das ist das, was wir unter Liturgie verstehen. Ich kann versuchen, in den kommenden Tagen dann ausführlicher über die Liturgie durch Videoaufnahmen berichten und so weiter, aber ich empfehle Ihnen ganz herzlich, dass Sie selber Literatur besorgen und natürlich lesen und sich vorbereiten. Und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und euch alle bitten, noch einmal ganz aufmerksam den Vorschlag bzw. die Anweisung unseres Bischofs durchzulesen bezüglich der Osterfeierlichkeiten unter diesen Zuständen, die wir heute erleben. Auch lesen Sie über Tatachen, eine wunderschöne Tradition, ein Symbol unseres Glaubens. Das ist natürlich keinesfalls die gleiche Eucharistie und keinesfalls ein Mysterium, aber eine schöne Erinnerung. Und ich habe vor einigen Tagen auch darüber geschrieben, dass unsere Aufgabe heute als Christen darin besteht, so wie die Einsiedler, wie die Mönche, wie diejenigen, die sich in den Klöstern
vereinst haben, isoliert haben. Genauso auch wir haben heute die Aufgabe, in unseren Familien für die Gesundheit aller Menschen zu beten, damit wir die heutige Situation alle gemeinsam und alle gesund bestehen. Und heute ganz besonders bete ich für euch, liebe Gemeindemitglieder, für den Frieden auf der Welt, für die Gesundheit, und will mich ganz ausdrücklich bei all diejenigen bedanken, die sich einsetzen, um das Leben der anderen zu retten. Möge der Segen Gottes mit euch sein. Bleiben Sie gesund und verwenden Sie gerade die heutige Zeit, die Möglichkeit, zu Hause zu sein, mit Ihren Liebsten zu sein. Nutzen Sie es dazu, verwenden Sie es dazu, mehr über Gott zu erlernen, mehr über den Glauben zu erlernen, mehr mit dem Jesus Christus zu sein, mit unserem Herrn. Und möge sein Segen mit euch sein, wie gestern und heute, so auch in der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.